Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem kurzen Video stelle ich dir das sogenannte EVA-Prinzip vor. Was ist dieses EVA-Prinzip? Du siehst hier auf der rechten Seite eine entsprechende Abbildung. EVA ist eine Abkürzung für Eingabe, das steht für das E, Verarbeitung steht für das V und Ausgabe steht für das A. EVA steht auch für die Reihenfolge, in der zum Beispiel ein Computer oder Mensch Daten verarbeitet. Der Mensch verarbeitet ähnlich wie der Computer seine Daten, er bekommt entsprechende Eindrücke durch seine Augen, er überlegt dann, was er gerade gesehen hat und reagiert dann auf seine Eindrücke. Der Speicher des Computers gehört nicht direkt zur Verarbeitung. Wenn man den Speicher berücksichtigt, spricht man vom sogenannten EVA-S-Prinzip. Die nebenstehende Grafik zeigt das EVA-Prinzip anhand eines konkreten Beispiels. Hier ist natürlich auf den Computer ist dieses Beispiel bezogen. Eingabegeräte haben wir zum Beispiel die Tastatur, die Maus, Touchpad, Scanner und so weiter. Es wird dann verarbeitet im Computer, da gibt es dann Prozessoren, also Teile, die den Computer dann die Berechnungen durchführen. Und das Ganze wird dann gespeichert in einer sogenannten Speichereinheit. So können solche Bilder, die im Computer gespeichert werden, auf einer Festplatte abgelegt werden, auf optischen Datenträgern wie einem CD- oder DVD-Laufwerk und so weiter. Damit gearbeitet werden kann im Computer, gibt es natürlich nicht nur diese Festplatten-CD-Laufwerk, sondern auch einen sogenannten Hauptspeicher, diese sogenannte RAM. Das werde ich in einem anderen Video noch näher erklären. Wenn es verarbeitet wird, kann es ausgegeben werden, die Information, die man dann eben der Computer zusammen gerechnet hat. Und es wird dann ausgegeben, zum Beispiel auf einem Monitor, auf einem Display, über einen Lautsprecher, über einen Beamer, zum Beispiel in einem Klassenzimmer. Aber auch natürlich können sie ausgedruckt werden über einen herkömmlichen Drucker, wie einen Laserdrucker, aber auch über einen Plotter. Hier zum Abschluss der Verweis auf die verwendete Grafik und weiterführende Informationen.